Hallo und willkommen zum zweiten Part unseres Zuschauerwunschprogramms hier. Den noch nicht weitergemacht, den habe ich jetzt also nochmal eine zweite Schicht rot verpasst, Blood Red verpasst, damit das schwarz überdeckt. Was ich beim letzten Part schon noch vergessen habe zu sagen, wenn man eine Figur so komplett, zum Beispiel jetzt hier in diesem hellen Rot bemalt, wäre es ganz geschickt, die nicht schwarz zu grundieren, sondern weiß. Erstens, dann, weil dann deckt das von der. Bei der ersten Schicht schon mit Rot normalerweise. Angeblich nach den von den neuen Farben her sollen die anscheinend so hochpigmentiert sein, dass die auch Schwarz sofort abdecken. Weiß ich jetzt aber links nicht. Ich benutze immer noch die alten, weil hab da ein ganzes Regal von und hab keinen Bock, die jetzt wegzuschmeißen. So, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, wenn man die jetzt aber wirklich so bemalt, also dass die wirklich eigentlich komplett rot sind, bis auf ein paar, also eigentlich sind ja die wenigeren Teile schwarz, mehr rot eigentlich. Wäre es ganz geschickt, das Ding gleich rot zu grundieren. Es gibt von Army Paint gibt es farbige Grundierungssprays, also müsste auch rot geben. Könnte man sich das vielleicht kaufen, vielleicht noch ein kleines Farbtöpfchen dazu, falls man irgendwo kleckert, dass man dann wieder übermalen kann. Und wenn das jetzt zufällig genau das Rot ist, das man haben, oder die Farbe ist, die man haben will, wäre das eigentlich ganz super, weil dann grundiert man das gleich so und malt dann nur die Teile schwarz. Das Schwarz deckt ja super. Wenn es nicht ganz das Richtige ist, zum Beispiel Blood Red, dann nehmen wir halt das Rot-Grundierspray und tut das dann die Figur mit Blood Red zum Beispiel, wenn man jetzt haben möchte, nochmal trockenbürsten, eine Schicht, dann wirkt das auch schon super. Und man spart sich halt einen Haufen Arbeitsschritte und hat nicht so viel Farbe auf dem Modell. Das wirkt immer nicht so toll, wenn da so viel Farbe drauf ist. Deswegen auch immer recht dünne Schichten machen. Gut. Gerade schon wieder 2 Minuten lang und noch nichts passiert. Fangen wir gleich mit dem nochmal an. Der wurde ja beim letzten Mal einmal leicht mit einem dunklen Rot, also verdunkelndem Blood Red, getrockenbürstet. Da sieht man noch nicht recht viel. Wir mischen jetzt einfach mal noch ein bisschen mehr Blood Red dazu für die nächste Schicht. Und trocken wirst du eigentlich beim letzten Mal schon erklärt. Ich finde, das ist schon schlimm genug, dass ich das bei jedem Projekt erkläre, aber bei jedem Part brauche ich das jetzt nicht machen, glaube ich. Also er soll ja auch rot werden. Das ist ja nur diese, wie gesagt, ich mal gemeint, am Anfang gemeint habe, eine andere Variante, quasi eine andere Optik, die halt etwas, was heißt etwas, die halt wesentlich aufwendiger ist, aber halt einen ganz anderen, upsala, einen ganz anderen Effekt produziert. Jetzt sieht man schon, dass das ein bisschen. Also man sieht schon eher, was ich jetzt tue, als bei den letzten, da wo es ja noch sehr dunkel war. Ich habe auch schon überlegt, welche Details wir schwarz machen, weil der Wunsch war also rot mit schwarzen Details. Was ich nicht habe, sind so Aufkleber. Also diese was kann ich nennen, die Aufkleber? Oh toll, da hängt irgend so ein Dreckbatzen dran. Was ist das da? Weiß. Und war nicht so schön, naja. Dient ja nur zur Demonstration. So. Gut. So viel dazu. Bei dem zweiten fangen wir jetzt schon mit den Details an. Mit den schwarzen, die ich gerade schon erwähnt habe. Dazu brauchen wir dann natürlich einen sauberen Pinsel. Nenne ich mal eine Nummer feiner. Teilpinsel, Chaos Black. Oh, ich hoffe, ich will das die ganze Zeit im Bild. Ich habe den Bildausschnitt jetzt ein bisschen kleiner gemacht.
Weil irgendeiner unter einen Kommentar drunter geklatscht hat, dass er nichts erkennen kann. Unter den Kommentaren, nee, das war gerade, glaube ich, falsch formuliert, egal. So, wie macht man das? Also, ich mache jetzt mit dem einfach mal hier. Ich mache jetzt einfach mal ein paar Beispiele, was man als. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen. Das Space Marine Gedöns. Kann ich auch mal ein ganz gutes Buch empfehlen. Dafür mache ich mal einen, vielleicht auch mal eine Buchvorstellung. Und zwar, wie heißt das nochmal? Das Space Marines Hobby Compendium. Ja, da sind sehr viele schöne Sachen drin über Space Marines. Die ganzen Fraktionen und so ein Scheiß. Was die für Erkennungsmerkmale haben, wie die Panzerung aussieht, was für wie man diese Zeugs bemalt und so. Ich versuche das jetzt zwar alles zu demonstrieren, was ich da jetzt so beim über durchlesen gelernt habe, aber naja. In Armeebüchern dürfte ja wahrscheinlich auch ein Haufen drin stehen. Gehe ich mal davon aus, sonst wären die irgendwie nutzlos. Also mal schauen, dass ich ein Bild. Nee. Dann wird nämlich die Auflösung etwas besser, wenn ich nicht so viele digital zoome. Digitalsum ist böse, merkt euch das. Der macht nichts besser, der macht nur Größe. Bleiben die Pixel nichts anfassen. Bleiben die Pixel dieselben. Wir sehen jetzt hier zwei Versionen. Eine halt diese außen. Diese. Ja, keine Ahnung. Was das überhaupt ist, also diese Außenkante des Panzers, Schutzpanzers übermalen. Was halt sehr die. Sehr die Konturen unterstützt. Das andere wäre halt die Innenfläche. Ja, je nachdem, wie man jetzt dann weitermacht, ist das. Ganz cool. Was ich eigentlich machen wollte, ist so dieses, was die neuen haben, ist an dem. Ja, mach mal, weil die, während ich laber, noch die Sachen, die ich fälschlicherweise rot angemalt habe hier. Was soll ich jetzt sagen? Jetzt habe ich mir selber. Jetzt bin ich mir selber ins Wort gefallen. Schwachsinn lässt grüßen. Mich selbst aus dem Konzept gebracht. Das ist doch der Wahnsinn. Ich wollte sagen, ach ja, diese komischen Kniedinger. Diese Kniepanzerung, das sind bei den neuen, was ich gesehen habe, eigentlich fast immer solche separaten Teile, nicht so ein komplettes Bein. Und laut Buch sind das, kann man, sollte man, oder was weiß ich, kann man an diesen Kniepanzerungen, die Fraktion erkennen, an denen sie beteiligt sind, weil die halt immer unterschiedlich bemalt sind, sozusagen. Jetzt habe ich gedacht, hey geil, mache ich doch glatt auch. Und dann gucke ich mir die Modelle an und es fällt mir auf, die haben sowas nicht. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob das wirklich, ob die wirklich zu dem System gehören oder ob das ein, nicht einfach eine uralte Fälschung ist. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wo die Dinger herkommen. Die habe ich mal geschenkt bekommen vor ewigen Zeiten.
Aber die hätte ich mir auch schenken können, wenn ich ein bisschen vorher ein bisschen mehr aufgepasst hätte. Wollen wir mal. Naja. Ja, sollte man schon viele. Wenn man die schon so die Figur schon so komplett einfarbig bemalt, sollte man die schon ziemlich viele Details dann mit der Zweitfarbe machen. Denn sonst wirkt das einfach nur wie vollgeklatscht. Warte, ich verändere mal den Bildausschnitt. Upa. Sorry für die kleine Ruckeltour. Ich habe Angst, dass ich jetzt da aus dem Bild komme. Wie gesagt, der Bildausschnitt ist relativ klein. Normalerweise mache ich den immer schön groß, weil ich eh mit, ich weiß gar nicht mehr, mit 2000 Mal irgendwas aufnehme. Und dann ein bisschen Zoom merkt man da normalerweise nicht. Aber wenn ich dann bei diesen kleinen Figuren dann so nah hinzoome, dass man was sieht, was ich da tue, dann wirkt das sehr schnell sehr pixelig. Naja, das war vielleicht nicht so eine ganz pralle Idee, das jetzt schwarz zu machen. Aber egal. Das könnt ihr euch dann eure Armee besser überlegen. Wie gesagt, ich habe mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ich gehe da eigentlich nur nach Gefühl und Vorgaben, die ich mir da erlesen habe. Ich denke mal, das Base brauche ich jetzt nicht extra noch machen. Das passt jetzt irgendwie nicht zu dem Thema. Gut. Ich glaube, ich lasse das mit den Details mal lieber. Mal da hinten noch. Hoppala, da bietet sich das noch an. Hier diese Schlauchdinger da hinten. Minuten, egal, eine Schicht kriegen, bei dem, also den lassen wir jetzt soweit. Vielleicht kriege ich das in drei Parts gebacken, das wäre ganz super. Weil ich hier schnell Bearbeitung versprochen habe. Jetzt den hier nochmal trockenbürsten, diesmal mit Original Blood Red. Das ist ja eigentlich schon zu grob für. So, besser. Jetzt quasi nur noch die Mutsch, zu viel Farbe. Ich will ihn jetzt nicht so pieksen, weil der. Ach, der ist noch total dreckig. Moment. Also da darf wirklich keine Farbe im Pinsel drin sein. Und dann nur. Da tupfe ich jetzt weniger, sondern noch mehr so hier. Vielleicht bin ich noch, okay. Noch zu viel. So. Mehr so. Strichel, also ganz feine. Ich will nur noch Wasser. Das sollte natürlich auch nicht
also keine Farbe drin und nicht feucht. Am besten nimmt man den Pinsel, nachdem man ihn eine ganze Weile nicht benutzt hat. Aber hat das jetzt irgendwie verkackt, weil ich da Farbe aus dem Becher geholt habe und den jetzt nochmal sauber gemacht und jetzt geht gar nichts mehr. Wie oft ich den Satz schon gesagt habe, aber beim Trockenbürsten nicht so viel Farbe verwenden, lieber mehrmals, also nachdem er getrocknet ist, nochmal drüber und dann noch vielleicht nochmal. Viel Farbe macht den Effekt kaputt, dann kann man es gleich anpinseln wie beim anderen. So. Trockenbürsten ist eigentlich eine sehr gute Technik. Ah, Entschuldigung, dass ich ein bisschen kacke klinge, aber ich bin irgendwie ein bisschen heiser. Also ich finde Trockenbürsten ist eine ziemlich gute Technik, weil die sehr, sehr fix, weil die sehr variabel ist. Und also man kann, was will ich damit sagen, man kann dann mit vielen verschiedenen Effekten erzählen, also von Stofftextur bis hier dieses Abgenutzte. Das ist eigentlich alles möglich. Und ich finde, das sieht schon sehr gut aus. Reicht die Zeit noch? Nein, die Zeit reicht nicht mehr. Ich bin schon überziehe schon total. Also beim nächsten Mal hier noch, machen wir noch eine. Oh, ist die Scheiße, jetzt habe ich zweimal den Mantel vergessen. Also der Mantel muss natürlich auch mit, daher haben wir ja gesagt, er soll auch. Hätte mir nicht vorher auffallen müssen, als ich über Stofftexturen geredet habe, weil das sollte ja so eine Stofftextur werden. Also das ist jetzt nochmal das. Ich mache es dasselbe mit dem wie mit dem vorne vorher, also mit der Mischung und nochmal und dann nochmal mit Blood Red. Das machen wir im nächsten Part, weil jetzt, wie gesagt, ich war auf einer Uhr steht schon 18 Minuten, da kommt noch Intro und Outro dazu. Gut, also sieht schon, worauf ich hinaus will, das ist nicht ganz so deckend, das ist mehr so, ja, fleckig, rostig, keine Ahnung, das ist halt einfach nur knallig rot. Bei dem versuchen wir jetzt im nächsten Part, der ist eigentlich soweit fertig, dann machen wir noch ein paar Details hin und dann wird das mal auch noch Trockenbürsten in Silber und dann versuche ich jetzt mal ein bisschen aufs gleiche Niveau zu bringen und dann versuchen im nächsten Part fertig zu kriegen, wenn dann, vielleicht gibt es vielleicht noch einen vierten, mal sehen. Also bis zum nächsten Part, bis dann.